Schnitt, dein Auge. Die Tivas haben dich berührt. Du kannst das sehen? Nicht mit meinen Augen. Die Gabe der Ahnen lässt es mich spüren. Okay. Tiva Tivamba Mara. Mara wird erscheinen. Und ihr folgen die Wesen der Tiefe. Einem bin ich schon begegnet. Bleib wachsam. Es sind nicht nur die Toten, die mit ihr kämpfen. Auch unter den Lebenden hat sie Verbündete. Ich kann auf mich aufpassen. Und musst die schützen, die dir nahe sind. Ei. Okay. Wie kannst du mir helfen? Es sind Wesen aus der Tiefe des Meeres. Doch werden sie über das Land gehen, wenn sie dich töten können. Das sind ja gute Aussichten. Okay. Wurde mit Voodoo gewirkt. Voodoo wird dich auch davor schützen. Ich braue machtvolle Tränke. Benutze sie für den Kampf gegen die Versunkenen. Ich werde ja eh dagegen. Lernet handeln. Hey, Jenny! Hi, ich bin... Capo Uno Bambule Guccio. Tja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bin nur ein weiterer Guccio. Aber vielleicht sagst du mir, wer du bist. Charlie, Tochter von Shaka Bakir, Kiki der Shaganumbi. Kiki, Chaka, was? Ich bin Voodoo-Hexe und die Tochter des Häuptlings. Ach so. Okay. Ich bin Pirat. Ist nicht zu übersehen. Was ist mit deinem Auge passiert? Ich bin nicht hier, um Geschichten zu erzählen. Kannst du mir Voodoo beibringen? Einem Guccio? Wieso sollte ich so etwas tun? Ja, vielleicht kann ich im Gegensatz etwas für dich tun? Ono, die Kunst des Voodoo ist den Schamanen vorbehalten. Mann! In seltenen Fällen wird eine Ausnahme gemacht. Und du hast bislang weder mein Vertrauen verdient, noch etwas für die Gemeinschaft getan. Warum habt ihr euch mit Crow verbündet? Crow ist der Träger des Shihoku Tiva, der Speer der Tivas. Er kam mit seinem Stamm und verlangte Freundschaft von Bakir. Wir helfen ihm, den Gayo Tiva zu rufen. Dann vernichtet er die Blauröcke. Und dein Vater hat sich darauf eingelassen? Crow sagt, helfen wir ihm nicht, wird der Gayo Tiva die Shaganumbi vernichten. Was genau ist der Gayo Tiva? Der Zorn der Götter. Die Ahnen nennen ihn Titan der Erde. Crow will ihn befehlen. Das kommt mir bekannt vor. Ich hörte, wer den Speer besitzt, kann damit Titanen töten. Nicht nur töten. Voodoo fließt durch den Shihoku Tiva. Mit ihm kann Crow den Gayo Tiva herbeirufen. Schon mal daran gedacht, dass Crow euren Untergang bedeuten könnte? So etwas solltest du besser der Tochter des Häuptlings nicht sagen. Ich könnte dich Crows Piraten zum Fraß vorwerfen. Unsinn. Ich glaube, du denkst das. Ja, sagen wir mal das, was wir denken. Bevor du nichts anderes vorzubringen hast als wilde Verdächtigungen, schweigst du besser, Guccio. Ich hörte von dem Jäger Tahana. Wer hat davon gesprochen? Ist das wichtig? Pah, die Shaganumbis sind wie Kinder. Sie erzählen, ohne zu denken, wer es hört. Ich bin nicht hier, um euch zu schaden. Ist das wahr? Oder steckt dahinter eine List? Weißt du was? Du bist noch misstrauischer als ein Sandteufel. Schon mal damit gedacht, dass ich helfen kann? Pamela Guccio? Du willst helfen? Ja, möchte ich. Sagen wir einfach, ich bin kein Freund von Crow. Und du bist bereit, dich gegen Crow zu stellen? Ja. Gegen Crow? Gegen jeden, der sich mir in den Weg stellt. Gut. Wenn du willst, dass ich dir helfe, wirst du zuerst mir helfen.
Jawohl. Was ist zu tun? Tahana ist einer unserer Tufas. Ich schickte ihn los mit einem Auftrag. Doch er kam nicht zurück. Wohin hast du Tahana geschickt? Sein Auftrag führte ihn weit weg. Zum Friedhof auf dem Berg im Südwesten. Gut, dann werde ich mich dort mal umsehen. Tahana ist zu schlau, um Beute für Raubtiere zu werden. Ist er auch schlauer als die Inquisition? Die Blauröcke. Sie haben auf dem Weg einen Turm errichtet und ziehen mit ihren Donnerstöcken über das Land. Vielleicht hat die Patrouille ihn erwischt. Das sind keine Donnerstöcke, das sind Gewehre. Ich bringe Tahana zurück. Pirat Hamila, Shaganumbi Tavonga. Sprich mit Ranapiri. Er hat Tahana zuletzt gesehen. Wenn Tahana zurück ist, werde ich dir mein Vertrauen gewähren. Ranapiri, oder wie? Mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. Ranapiri, oder wie ist diese schwere Uchtel? Scheiß Ratte. Was ist denn hier? Kapusheko Kucho! Der Tempel ist tabu! Geh! Okay, okay. Mann, Mann, Mann! Kann uns ja hier keiner die Karte verkaufen. Damit er Schnellreise benutzen kann. Was für einen Auftrag hat Tahana? Eine gute Frage. Doch werde ich es dir erst sagen, wenn ich dir vertraue. Woher kennt ihr eigentlich unsere Sprache? Eure Sprache? Die Wörter der Guchos sind die Wörter der Ahnen. Mein Volk spricht sie lange nicht mehr, aber wir verstehen sie. Also kannten eure Vorfahren unsere Sprache? In den dunklen Zeiten waren die Ahnen der Shaganumbi Sklaven. Und diese Wörter waren ihre. Doch okay. Die Ahnen befreiten sich. Sie legten die Wörter ab und sprachen neue. Ja, ich mach mal eine kurze Pause. Bis gleich. So, da war ich schon wieder. Ich schlafe ja nur kurz. Was suchst du? Hey, Kapua! Lass uns handeln. Oh Mann. Onoraka! Oh, sorry. Naja, der Amulette möchte ich eigentlich nicht. Gibt es hier sonst noch was? Ach, da hätte ich auch schlafen können. Ranapiri! Chani sagte, du hättest Tahana zuletzt gesehen? Chi, ich begegnete ihm auf der Jagd. Kannst du mir zeigen, wo das war? Ich werde dein Führer sein. Sag mir, wann du gehen willst, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Es ist ein langer Weg. Okay. Zeig mir, wo du Tahana gesehen hast. Folge mir, Gucho. Ich hoffe, da führt uns jetzt nicht in die Wildnis raus und lässt uns dann allein zurück da. Okay. So, Ranapiri. Drück mal aufs Gaspedal. In deinem unsichtbaren Ferrari. So, gleich. Warte doch mal.
Yalla. Sorry, ich musste kurz husten. So, Mikrofon wieder eingerichtet. Ja, das Staunste, wa? Hier war ich nämlich schon. Capo, Guccio. Ab hier wird es gefährlich. Was ist denn hier? Die Blaurücke kommen nicht in das okay. Dorf Chaganumbi. Aber sie lauern öfter im Dschungel und greifen uns an, wenn wir wenige sind. Ich pass schon auf mich auf. Lass uns weitergehen. Du hast recht. Folge mir. Okay. Dann lauf mal weiter. Ich habe meinen schönen Piratensäbel. Hier. Gutes Ablenkungsmanöver. Wirklich sehr gutes Ablenkungsmanöver. Wie dürfen Dinosaurier? Mit Feuerfuhr. Ein rohes Geflügel, ich denke, das sei ein Feuervogel. So. Hey, warte mal kurz, Chipichuya. So. Okay, kannst weitergehen. Dunkler Dürrer. Mit denen hatten wir ja schon eine Begegnung. Ach nee, so ein verkacktes Vieh. Yalla. Bis gleich. Ja. So, komm, gehen wir weiter. Hier habe ich Tahana zuletzt gesehen. Der Weg, das Gebirge hinauf, führt zum Friedhof. Aber Tahana wäre bereits zurück, wenn er dorthin gegangen wäre. Wenn du ihn finden willst, suchst du vielleicht besser in dem Turm der Blauröcke. Ich zeige dir, wo es ist. Folge mir. Okay. Nun kommen wir also doch noch zur Requisition. Vielleicht sind die uns ja freundlich gesinnt. Schließlich waren wir ja einmal einer von denen. Dieser Weg Richtung Nordwesten führt hinauf zu dem Turm. Du kannst von hier aus eine ihrer Wachen sehen. Vielleicht sind die Tivas okay. Und du kannst Tahana zurückbringen. Ich werde sehen, was ich machen kann. Danke für die Hilfe. Ich werde zurück ins Dorf gehen. Pass auf dich auf. Jawohl, ja, werde ich machen. Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden.